Jo Leute und willkommen zurück zu Crash Bandicoot 4. It's about time. Es wird nicht getrödelt, heißt der Level. Und ich glaube, genauso setzen wir das jetzt hier vor. Wir trödeln nicht. Wir haben beim letzten Mal schon den Secret Gem eingesammelt. Und müssen hier jetzt irgendwie eine Menge Kisten mitnehmen. Wie war das? Ich bin, glaube ich, in dem Run, wo ich wirklich noch alle Kisten mitnehmen muss, ne? Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau, wo es noch gar nicht so lange her ist, dass ich hier den Part aufgenommen habe, den letzten. Das war wirklich ultra dämlich gewesen. Ich wollte eigentlich den Dreher machen. Oh Mann, ey. Und mach stattdessen den Bauchplatscher. Ja, so kann das nichts geben. Mit weniger als 3 Toten durchkommen. Das muss jetzt irgendwie besser laufen. Boah. Das läuft echt nicht gut. Ich habe ein ungutes Gefühl, was die 3 Tode angeht. So. So, das ist doch ganz gut. Das müssen wir nur wegwirbeln. Das wissen wir mittlerweile. Wow, ich müsste mal ein bisschen weiter nach vorne kommen. Ja, keine Hektik. Das läuft schon. Nein. Nein, ich muss über diese Kiste. Okay, das war Versuch Nummer 3. Das ist jetzt die letzte Chance, um den Level nicht zweimal spielen zu müssen. Und da sehe ich ja schon irgendwie schwarz. So wie hier muss es ungefähr laufen. Kein Stress hier. Kein Stress am Start. Komm her, Schiffchen. Da ist es. Wow. Ah, okay. Das ist es gewesen. Es ist auch irgendwie ein bisschen stressig, diese Passage. Ey, wenn man einmal ein bisschen spät dran ist auf diesem Schiff, hat man auch kaum Chance, das noch aufzuholen. Das ist eigentlich auch so eine Grundherausforderung. Und ja, die zweite Grundherausforderung sind einfach meine dilettantischen Skills, die man an solchen Sprüngen wie gerade schon wieder erkannt hat. So, jetzt muss es doch mal irgendwie vorangehen hier, oder? Wir wollen ja schließlich mal in die nächste Welt fortsetzen und nicht mal diesen Sumpf hier verlassen. Aber dafür müssen wir diesen Level noch mindestens ein weiteres Mal spielen. Ach, ey, sag mal, was ist denn hier schon wieder los, ey? Als hätte ich mein Leben noch nicht Crash Bandicoot gezockt, läuft hier jetzt einfach mal wieder gerade gar nichts mehr. Es ärgert mich eh schon genug, dass ich diesen Level nochmal spielen muss und jetzt läuft es trotzdem generell einfach mal nicht. Komm, Boot, mach hinne. Es ist auch schwierig, wenn einmal was schiefgelaufen ist, sich zu entscheiden, wie man das am besten korrigieren soll. So. Nein. Warum? Warum? Was ist jetzt schiefgelaufen? Habe ich keinen Duck Jump gemacht? Ich weiß es nicht. Hey. Ja, das lief auf jeden Fall im normalen Modus, bin ich hier fluffiger durchgekommen. Und dabei ist der Inverted Modus hier noch nicht mal so schlimm. Es hat halt so ein bisschen Stummfilm-Flair. Aber die Grafik ist nicht so mega verwirrend, dass mich das irgendwie großartig aus dem Tritt bringen sollte. Aber irgendwie läuft es trotzdem gerade einfach mal wieder nicht. Ich glaube, das muss einfach manchmal so sein. So, jetzt aber. Es muss jetzt einfach laufen. So, das lief doch schon mal ganz gut. Ja,
Jo, das läuft doch fantastisch. Wenn man einmal in Hektik gerät. Das ist echt das Schlimmste. Und ich bin mir nicht mal so sicher, was ich mit dieser letzten Kiste da hätte tun sollen. Hätte da ein Duckjump gereicht? Oder war da noch ein anderer Trick bei? Aber ich kann mich hier an keine großartigen Tricks erinnern, außer einigermaßen schnell hier durchzukommen. Und das wird ja jetzt wohl irgendwie mal funktionieren. Hab schon wieder 8 Leben hier verloren. Ich glaube, mit 2 oder mit 1 habe ich gestartet. Das kann echt nicht wahr sein. Wow. Nein, Crash, warum? Warum macht er einen Bauchplatscher? Ich wollte keinen Bauchplatscher machen und er macht einfach einen. Vielleicht soll ich diese Aufnahme abbrechen und einfach nochmal von vorne starten. Und das Faken. Mich nochmal mit genauso viel Kisten und genauso viel Toten zu diesem Secret Gem durcharbeiten. Und gut ist. Das gibt schon wieder kein gutes Bild ab. Wow. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass das hundertprozentig so geplant gewesen ist. So, wollen wir jetzt mal. Boah, auch das läuft schon wieder alles nicht so, wie es soll. Nein. Oh, ey, schon wieder. Ich raff's nicht. Warum krieg ich das jetzt nicht gebacken? Muss mal eben was gucken. Ah, okay. Ich hatte gerade einen kurzen Tonaussetzer. Und wenn der Tonaussetzer dauerhaft ist, habe ich vorhin festgestellt, könnte es auch mal passieren, dass das Bild dann komplett weg ist. Und das wäre uncool. Deswegen muss ich einmal gucken, ob das Bild noch da ist. Man kann sich hier komplett Zeit lassen. Auch nicht schlecht. So, es wäre total toll, wenn es mir jetzt mal gelingen würde, da keinen Bauchplatscher hinzulegen an der Stelle. Hey, sag mal, was ist hier los? Warum kriege ich es jetzt nicht mehr gebacken? Es kann doch nicht wahr sein. Es lief so fluffig beim ersten Mal. Also im Nicht-Inverted-Modus. Und es ist doch genau das Gleiche. Aber irgendwie habe ich gerade gefühlt einen Knoten im Finger oder in den Fingern. Ich mache hier eine Daumenakrobatik auf dem Joypad und irgendwie nichts klappt. Ich muss auch das Joypad wechseln, weil der andere Controller leer war. Vielleicht liegt es einfach daran. Ich sag jetzt einfach nichts mehr. Ich sag nichts mehr, bis ich das hier geschafft habe. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Vielleicht bringt das ja mein letztes Quäntchen Konzentration zurück, wenn ich nichts mehr sage. Aber jetzt ist ja gerade mal wieder mega kacke. Da fällt mir auch echt, ehrlich gesagt, nichts mehr zu ein, warum das jetzt so ist. Als wenn ich dieses Spiel zum ersten Mal spielen würde, ja? Ganz entspannt jetzt, ganz ungestresst. Musik.
Macht mich fertig. Ich bin sogar schon unverwundbar, weil das Spiel so viel Mitleid hat. Vielleicht kommt ja noch ein Checkpoint hier irgendwo auf der Strecke. Irgendwie hier oben oder so. Herrlich, wie das manchmal läuft. Ey, verdammte Axt, ey. Kann der mal aufhören, immer irgendwelche Slides zu machen oder irgendwelche Bauchplatscher, die man überhaupt nicht will? Der entwickelt einfach zu viel Eigendynamik. Das ist das Problem. Es liegt auf gar keinen Fall an mir. Boah, ich muss mich so konzentrieren, nicht aus Versehen irgendwelche Bewegungen hier bei irgendwelchen Sprüngen oder sonst was zu machen. Jetzt backt das Spiel auch noch rum, ey, ohne Witz. Ich raste gleich aus. Habt ihr gesehen, wie er die ganze Zeit geduckt war? Ich habe nicht nach unten gedrückt. Jetzt bestrafe ich Nintendo nicht nur selbst mit meinen mangelnden Skills, jetzt bestraft mich auch noch das Game, weil ich mich einfach gerade wieder so anstelle wie der letzte Mensch hier. 12 Minuten gespielt und noch nichts geschafft. Herrlich, ich liebe es. Durch die Unverwundbarkeit hier kann ich jetzt nicht mehr von diesen Dingern da abspringen, ey. Es kann nicht wahr sein. So. Erster Akku weg. kann echt nicht wahr sein. Das Spiel sabotiert mich jetzt auch noch. Es gibt mir Unverwundbarkeiten, die das Moveset hier einschränken. Und zwar auf eine Art und Weise, die ich nicht gebrauchen kann. Oder das ist einfach verbuggt. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man unverwundbar ist, springt man nicht mehr von diesen TNT-Kisten ab. Geil, 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 geil. So, jetzt bin ich endgültig alle Akkus los. Das kann eigentlich nur positiv für mich sein. Okay, ich muss hier definitiv diese TNT-Kisten nutzen. Ja, ich muss meine Akkus loswerden, zumindest einen. Deswegen nehme ich diese Kiste da jetzt immer mit. Als würde ich den Level zum ersten Mal spielen, Leute. Es ist so geil. Wie ist denn hier die Route? Ich muss die erstmal erkunden. Ich habe die auf gar keinen Fall vorher schon 1000 Mal gespielt. Ich hatte eigentlich gehofft, in dieser Folge ein bisschen weiterzukommen. Ich wollte eigentlich mindestens den ersten Level der nächsten Welle schon vollständig haben. Aber ich glaube langsam, das kann ich mir von der Backe putzen. Rutsch doch mal eine Runde Crash. Okay, mit einem Rutsch-Jump an der Stelle könnte man es auch noch schaffen.
Aber er könnte sich auch einfach das Rutschen verkneifen. Dann könnte man einfach den sicheren Weg über die TNT-Kiste nehmen. Aber ich glaube, so langsam haben wir uns die Route doch wieder erarbeitet. Da bin ich guter Dinge, dass wir es jetzt innerhalb von 5 bis 20 Versuchen auch schaffen werden. Unfassbar. Erst sabotiert mich das Spielen mit Bugs und dann mit Goodies. So, den Akku wollen wir auch nochmal loswerden. Sicher ist sicher. Jetzt bin ich zu langsam, ey, das gibt es nicht. Ist das bitter. Sowas von bitter, ey, ich fass es nicht. So, ab hier wird es eigentlich erst wichtig, wie schnell man ist. Und schon doof gestartet. Oh, jetzt sind wir wirklich sehr früh dran. So, hier kann er Doppelsprünge einlegen. Dadurch spart man auch eine gewisse Menge Zeit. Eigentlich wollte ich nichts mehr sagen, bis ich es geschafft habe, ne? Das wäre dann allerdings eine verdammt stumme Folge. Wenn ihr stumme Folgen mögt, hinterlasst mir das gerne mal in den Kommentaren. Nächstes Mal, wenn so eine Passage kommt, halt dann wirklich mal im Bubble. Wenn eine Passage kommt, wo ich so oft faile. Ich weiß eigentlich überall, was zu tun ist. Ich habe nur keine Ahnung, warum es trotzdem nicht klappt. Langsam macht sich auch eine gewisse Verzweiflung breit, muss ich sagen. Ich glaube, die Passage ist einfach nicht zu schaffen im Inverted-Modus. Ich dachte, ich könnte es noch retten. Aber es war nicht der Fall gewesen. Also ich schaffe das diese Folge auf jeden Fall noch. Und wenn diese Folge 2 Stunden lang ist. Ich hätte es einfach zu Ende machen, letzte Folge. Letzte Folge war ich im Flow. Da hätte das wunderbar gepasst. Aber jetzt... ist gerade irgendwie die Luft raus. Vielleicht soll ich es einfach abbrechen und morgen fortsetzen. So, so weit, so gut, immer. Hey, ist die Steuerung behindert in diesem Spiel? Ist das beschissen? Und wenn der Level nachher nicht vollständig ist, kistentechnisch, dann raste ich aus, Leute. Da muss ich irgendwas kaputt machen.
Ich verliere keine Leben. Das ist noch das Positive an der Sache. Ich bin immer noch bei 99 Leben. Man sammelt hier genug Zeugs ein. Newt. Ich habe langsam keinen Bock mehr, muss ich sagen. Was war das schon wieder für eine Zuckung? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Und vor allem dieser einfache Anfang hier immer, das ist auch was, was mich aufregt. Dass man das auch immer wieder machen muss, Sachen, wo es eigentlich auch überhaupt kein Problem gibt. Hier so ein Checkpoint, das wäre toll. Ich hab's fast geschafft. Ich hab einen Fortschritt erkannt, aber leider nur fast. Ich hatte alle Kisten. Ich verstehe aber echt gerade nicht. Also ich hab's ja auch schon 20 Mal gesagt, dass ich nicht verstehe, warum es nicht funktioniert, weil es im normalen Modus überhaupt kein Problem war. Das ist echt eine harte Fail-Parade. Mache ich irgendwas anders als im normalen Modus? Boah, ich glaube, ich hab's, ey. Es kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. Ich bin so glücklich. So, hier war nichts oben, ne? Nee, nichts da. Dann sprengen wir den Stapel jetzt auch noch. 424 von 505, reicht das? Ich weiß es nicht. Wow. Ich lebe immer noch. Ich will hier gar nicht mehr leben. 30 Leben verloren, ey, in diesem einen Level. Aber ich bin trotzdem noch bei 99 Leben. Jetzt geht das wieder los. Jetzt muss ich irgendwie diese Kisten da erwischen. Was irgendwie auch mal wieder nicht so einfach ist. Genau in dem Moment, wo die Stromschnelle hier beschleunigt, ist es irgendwie nicht so einfach, das richtige Momentum zu kriegen, um all diese Kisten zu erwischen. Zumindest die ersten da. Ab hier geht's jetzt wieder. Oh, jetzt nur nicht in die grünen hier. Uiuiui, nicht so wackeln bitte. Danke. So, jetzt nochmal so eine Kiste mit so einem Akku. Das wäre echt cool. Oh, da ist sie. Dankeschön. Das hier im Time Attack ist bestimmt auch ein Riesenspaß. Da muss ich ja bestimmt nach vorne Gas geben, durchdrücken.
So, ab jetzt sollte man nicht mehr auf die Sprungschanzen drauf. Naja, doch die hier wieder. Ah, hat nicht geklappt. Oh nein. Oh, das wäre auch bitter gewesen. Was? Warum bist du nicht gesprungen, Crash? Ja, sauber. Ui, hier kommen auch nochmal drei so Stapel. Komm, ganz ruhig. Oh, wie knapp war das denn? Scheiße. So, die hätten wir auch. 466. Oh Gott, ey. Da fällt mir doch ein dezenter Stein von Herzen. Dass es jetzt wenigstens mit allen Gems geklappt hat. Jetzt können wir nochmal einmal hier durch und weniger als drei Leben verlieren. Und dann ist die Folge eigentlich auch schon wieder vorbei. Fail, fail, fail. In einer Tour. Nice. I love it. Ich kann ihn noch langsam nicht mehr sehen, diesen Level. Deswegen bin ich auch froh, wenn wir ihn jetzt hoffentlich hinter uns lassen können. Wenn er denn kommt. Das ist schon besser. So, wo geht's zu meinem Diner? Ach ja, richtig. Es ist ja ein Zeitstrahlen-Level. Aber das tangiert mich hier alles ehrlich gesagt nicht so. Die ganzen Kisten links und rechts jetzt. Gott sei Dank. Ja, und letztendlich solche Passagen wie gerade. Das sind halt auch die Sachen, die diese ganzen Perfectly Insane Relikte einfach so unglaublich hart machen. Weil in dieser Passage muss einfach alles stimmen und nur ein Verdrücker. Und es passiert da schnell ein Verdrücker und du kannst den Level einfach komplett neu starten und diese ganze Dingo-Dall-Kacke hier zum Beispiel nochmal spielen. Und da habe ich echt null Bock drauf. Du kannst es erst 20.000 Mal üben, bis du es vom Timing her drin hast, bis du genau weißt, wie das Timing an jeder Position ist und was da immer schief läuft. Und dann musst du tatsächlich noch einen Run machen, wo es dann auch tatsächlich einmal im kompletten Level eingebaut nochmal funktioniert. Und, nee. Also ich bin ein geduldiger Mensch, ja? Aber nee. Auf gar keinen Fall. Stehendes Gewässer. Nach Heimat. Nee, so nicht. Wie geil wäre das, wenn man den Typen da abschießen könnte. So. Hinfort mit dir. Ui, Gott sei Dank hatte ich anscheinend einen Akku. Was mich hier vor Schlimmerem jetzt bewahrt hat. So, und kommt jetzt nicht schon die Stelle, genau, wo wir durchwechseln. Sehr schön. Das ist gut. Und jetzt kann es mir echt scheißegal sein, wie viele Kisten ich hier mitnehme. Soll ich es nochmal probieren? Mal gucken, ob ich es jetzt auf Anhieb schaffe. Ich meine, wenn nicht, ist halt egal, wenn ich jetzt irgendwas verpasse. Ich sollte nur nicht sterben. Oftmal ist es ja so, dass es ohne Zwang dann auf einmal doch recht locker flockig von der Hand geht. Oder es liegt dann einfach daran, weil man auch genug geübt hat mittlerweile. Oh ne, damit ist es dann tatsächlich auch schon vorbei. Schon wieder aus Versehen beide. Das heißt schon wieder, es ist gar nicht so oft passiert, aber aus Versehen beide TNTs ausgelöst. Und schon ist man an der Stelle aus dem Sprungtiming.
Wir gehen das mal entspannt an, okay? Oh ne, hier war ja noch gar nicht. Ey, auch da einmal aus Versehen die Kiste zu früh berührt und das Sprungtiming und das Sprungmanöver ist einfach mal völlig im Eimer. Wow, jetzt doch mal ein bisschen langsamer. Akku ist gut. Aber hier, wenn man dann einen Akku hat und gar nicht alle Kisten bekommen muss, fährt es sich hier echt relativ entspannt. Ja, ist mir egal. Alles egal, Hauptsache mit weniger als 3 Leben durch, danke. Es wird nicht getrödelt, das haben wir jetzt mal wahrlich nicht getan. So, Film Noir, genau, daran erinnert es auch. Obwohl, ne, Film Noir ist eigentlich nicht zwingend ein Stummfilm, ne, auf moderne Film Noirs. Naja, habe ich gerade bei dem Kostüm da unten gesehen. Jetzt haben wir eine ganze Folge darauf versemmelt, nochmal diesen Kack-Level zu machen. Aber jetzt können wir immerhin weiter in die nächste Dimension. Wo sind wir denn mittlerweile? 68%. Die 11. Dimension, Schnee- und Frostlevel. Doch, das machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich sag hier erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.